MGB Roadster stand die letzten 27 Jahre in Temecula in Südkalifornien in einer Scheune. Das Baujahr 1964, das Pullhandle Modell mit Speichenrädern, sind die falschen Sitze verbaut von einem späteren MGB. Die Originalsitzrahmen für dieses Modell sind dabei, ebenso noch Ausstellfenster und ein Frontscheibenrahmen und das Originallenkrad. Der übliche Rostbefall an einem MGB wurde bereits vor Jahren einmal repariert an drei Stellen. Die vierte ist noch in Ordnung. Da sind noch die Originalschweller drin, Radläufe und so weiter, kein Rost. Das Fahrzeug braucht alles. Das heißt Lack. Original war der Wagen hellblau, so ist noch innen die Farbe zu sehen. Ausstattung, Verdeck, etwas Schweißarbeit am Boden. Und die Technik. Keine Ahnung, ob der Motor läuft, haben wir nicht geprüft. Normalerweise wird er sowieso im Zuge einer Restauration überholt. Es sind alle wichtigen Teile vorhanden. Das Einzige, was fehlt, ist vielleicht ein Blinkerglas und die Schlüssel. Das schöne Modell mit den kleinen zierlichen Rückleuchten. Kofferraum schaut gar nicht so schlecht aus. Eine sehr, sehr kleine Durchrostung wurde gefunden. Die Seitenblinker wurden mal nachträglich anmontiert. Die Sicherheitsfanatiker in den USA. Hier die angesprochenen Reparaturstellen. Die Türen sind sehr gut erhalten. Im Motorraum haben die Ratten aus der Wüste geheilt. Wir haben es grob gereinigt. Es ist alles da. Kein Schaden oder dergleichen ersichtlich. Noch das Pullhandle-Modell mit der Aluminiumhaube, die noch recht gut erhalten ist. Macht auch keinen Sinn, danach zu schauen. Man baut ihn aus und holt sich eine Tauschmaschine oder lässt diesen überholen. Wer weiß, warum das Fahrzeug vor 27 Jahren abgestellt wurde.